Willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. In der letzten Folge haben wir einen Einsatz neu gestartet gehabt und der lief relativ flawless. Und jetzt können wir mal in die Einsatzleitung, den Panik in Großbritannien. Ich weiß leider. Wir müssen trotzdem nach Aktivitäten scannen. Wir brauchen dringend die Satelliten. Ja, haben jetzt den schweren Laser zu Ende erforscht. Schweren Laser, die Railgun, die Laserkanone und den Shiv-Laser in können wir jetzt alles herstellen. Der schwere Laser erfordert eine zusätzliche Energieversorgung, die ihn im Gefecht unhandlich macht. Dafür teilt er unglaubliche Mengen an Schaden aus. Ja, wer hätte es gedacht, das ist halt die schwere Maschinen, das schwere Maschinengewehr als Laserwaffe. Der Schiff-Laser. Nachdem wir jetzt in der Lage sind, Hochleistungslaser herzustellen, könnten wir die konventionellen Miniguns unseres Schiffs gegen Laserkanonen austauschen. Das Schiff war dieser Roboter. Und die Laserkanone. Das ist für Flugzeuge. Diese extrem gekühlten Laserkanonen können fast jedes Alienschiff herunterholen, haben aber nur eine begrenzte Reichweite. Der Abfangjäger muss sich also auf einen Nahkampf mit dem UFO einlassen. Muss der für die Phoenix-Kanone jetzt eh schon. Und die Railgun. Ist für Max, demnach neuen Enemy Within. Dieses rückschlagfreie Hochleistungsgeschütz kann mit kurzen Feuerstößen verheerenden Schaden anrichten, aber durch die Größe der Waffe und ihre Energieversorgung kann das System nur auf einem Mech montiert werden. Vor unserem Durchbruch bei der Erforschung der Laserwaffen hatten wir überhaupt keine ausreichend kompakte Energiequelle. Ja, und wir können den Mutant autopsieren oder verhören. Ich fange mit dem Verhör an. Dieser Gefangene ist sehr aggressiv, eindeutig auf eine Rolle als Frontkämpfer hin angelegt. Aber mit der nötigen Medikation und Ermunterung dürfte er einige Informationen über die Waffentechnik und Taktik der Invasion verraten können. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil... Was verstehen die meisten Frontsoldaten eigentlich von so Sachen wie Strategie und Taktik? Die kriegen gesagt, was sie machen müssen. Das war's. Ja, der ist ein bisschen angepisst, glaube ich. So. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Bitte, bitte, bitte. Oh, nur zwei Ingenieure, nein. Finde ich ungut. Dr. Shens Bericht zufolge ist der Sender, den Zhang uns gegeben hat, oder Zhang, oder wie auch immer man ihn ausspricht, mit dem Navigationssystem eines Alien-Schlachtschiffs verbunden, das sich unserer Atmosphäre nähert. Okay. Shen glaubt, wenn wir eine Reihe modifizierter Sender einsetzen, könnten wir das Schlachtschiff vom Kurs abbringen, bevor es sein Ziel überreicht. Erreicht. Nicht überreicht. Wir übertragen den weiteren Missionsparameter gleich an die Einsatzzentrale. Kriegen dafür zwei Ingenieure. Hoffentlich senkt das die Panik weltweit. Vertraulich behandeln. Ja, Lieutenant Zeng kommt mit. Unser Unterstützungssoldat. Schallenrüstung. Medikit. Lasergewehr. Zhang kriegt zumindest die Alien-Granate. Das können wir beides noch nicht verbessern. Wir haben zwei Sniper dabei, das wollen wir nicht. Ja, drei Sniper dabei. Moment. Dafür müssten wir jetzt zwei Rekruten mitnehmen. Ja, aber besser zwei Rekruten. Ich muss sagen, ich nehme jetzt gerade lieber zwei Rekruten als drei Scharfschützen mit und wir müssen demnächst mal wieder ein paar Leute anwerben. Dann kannst du noch die Schalenrüstung kriegen. Weil bei dir ist mir dein Überleben sehr viel mehr wert als das eines Rekruten. Ach, ich will doch die ganze Zeit auf Bearbeiten drücken, nicht auf Entfernen. Meine Fresse. Manchmal stelle ich mich ein bisschen doof an. So, einer kriegt noch ein Medikit mit und der andere kriegt natürlich auch erstmal das Lasergewehr. Na, komm her. Und kriegt einen Pulsbogen mit. So. Einsatz starten. So, ich hoffe sehr, dass es wirklich so ist, dass es die Panik weltweit ein bisschen senkt. Weil sonst treten uns nachher bis zu zwei Länder raus. Ja. Installieren Sie die Sender auf dem Zug.
Und dann das Steuerungssystem des Zugs einschalten. Okay, das ist mal was Neues. Das ist cool. Wir haben 10 Runden. Das ist echt nicht viel. Commander, das Alien-Schlachtschiff hat Kurs auf die Stadt genommen und uns bleibt nicht viel Zeit zu reagieren. Mithilfe des Gerätes von Chang hat Dr. Shen eine Reihe von modifizierten Transpondern entwickelt, die den Navigationscomputer der Aliens stören sollten. Aber unsere einzige Chance, sie schnell genug in Position zu bringen, ist das städtische Schienennetz. Okay, er heißt Chang. Oder wird Chang ausgesprochen? Gut zu wissen. Okay. So, Chang. Du bist hier. Ja. So, dann kannst du noch da in Deckung gehen. Und unsere liebe Scharfschützin, die immer noch nicht aufgestiegen ist, das aber langsam mal tun sollte, damit sie dann die Truppsicht kriegt, damit sie auch mal endlich nützlich ist. Wäre ganz cool. So. Hier werden wahrscheinlich gleich Aliens auftauchen. Würde ich jetzt mal spontan von ausgehen. Aber noch sehen wir keine. So. Du sollst gleich nach ganz oben auf den Zug steigen. Da scheint der erste Platz für den Transponder zu sein. Sehr gut. Dann kannst du noch vorrücken. Die anderen gehen alle auf Feldposten und du sprintest mal ganz mutig nicht los. Nö, brauchen wir gerade noch nicht. Können jetzt alle schön Feldposten. Und, hab ich. Nee, ich habe den Einsatz noch gar nicht gespeichert. Beziehungsweise den Einsatzbeginn. Das machen wir noch schnell. Wir können einfach gleich die letzte überschreiben. So, zurück und weiter geht's. So, Chang. Alles klar. Das ist der Zug, mit dem wir die Transponder befördern werden. Das Ganze ist nicht ideal, aber wir müssen jeden der Transponder an einer bestimmten Stelle platzieren, um ausreichende Signalstärke zu gewährleisten. Okay, kriegen wir hin. So. Du hast nicht gerade die idealen Bewegungsfelder frei. Deshalb den Rekrut nach vorne. Den Rekrut mal dahin. Du läufst mal nach vorne. Okay, zwei dünne Männer, die sind eigentlich kein Problem. Bestätige. Immer schön die Augen aufhalten. Auf Feldposten. Scanner. So, alle einmal schön wieder Feldposten organisieren. Und da feuern die ersten. Sehr gut. Das war ein Rekrut, der das gemacht hat. Das heißt, der wird befördert. Wenn er jetzt nicht drauf geht. Er scheint auf Chang schießen zu wollen, aber er trifft nicht gut. So, Aaron. 77% da kommen. Hopp. Aufstoßen. Sehr schön. So muss das. Das wollen wir öfter sehen, bitte. Positiv, Feindkontakt. Ah, noch mehr deine Männer, okay. Ungut. Der hat ihn nämlich jetzt flankiert. Sie positionieren sich neu. Dann müssen wir ebenfalls umstrukturieren und taktieren und Gedöns. Bin unterwegs. So, Chang kann schon mal den ersten Transponder aktivieren.
beziehungsweise platzieren. Gut, dieser Transponder ist an Ort und Stelle und einsatzbereit. Wenn die restlichen auch platziert sind, werden sie ein Signal senden, um das Navigationssystem der Aliens zu stören. Jo, wenn alles glatt geht, sollte das Signal das Schlachtschiff vom Kurs abbringen und uns eine erstklassige Möglichkeit für einen Überraschungsangriff bieten. Das wäre natürlich Kommandant, cool. Es sind mehrere Feinde im Anflug. Anscheinend wurden sie von dem Schlachtschiff abgesetzt. Rechnen Sie jede Minute mit Feindkontakt. Mama. Das Alien-Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt, Commander. Wir müssen schnell handeln. Ja, wir tun unser Bestes. Schade, er hat schon getroffen. Finde ich nicht gut. Oh Gott. Why the Mutant? Why? Oh, Ramos. Sehr gut, Ramos. So muss das. So. Hau den doch mal bitte weg. Sehr schön. Okay. Der Mutant war kein Problem. So gefällt mir das doch. So, du könntest mal eben da hinten in Deckung gehen. Du gehst da vorne hin. Was hast du denn für eine Trefferquote eigentlich? 35%? Nee, das ist mir zu wenig. So, Ramos rückt weiter vor auf der linken Seite des Zuges. 50%. Ja, vielleicht. Erstmal noch mit Shang. Du sollst nicht nach oben. Bin auf dem Weg dorthin. 55. Wenn Shang jetzt trifft, dann trifft er. Er trifft nicht gut. Das heißt, unser Rekrut hat. Das war nicht gut. Ah, gut. Unser Rekrut hat jetzt eine 60%ige Chance. Aber die vergeigt er auch. Sehr gut. Sehr schön. So wünschen wir uns das doch. Na gut, dass die nicht so einen Schaden machen, ne? Position bestätigt. So, was hast du denn für eine Treffergenauigkeit von da oben, bitte? 77, jo, oh, hau mal raus. Hau daneben, gut. Nächstes Mal kriege ich ihn. Ich hoffe gerade eigentlich, dass es kein nächstes Mal geben muss. Weil unser Shankar Sen genau das macht. Sehr gut. Dann kann er weiter vorrücken. Feldpostendeckung geben. Shang. Genau das. Weiter so, Strike One. Es bleiben noch zwei Transponder. Was? Okay. Er hat doch nachgeladen. Er hat nur nichts gesagt dabei. Zwei Transponder noch, 5 Runden. Da ist der erste und der zweite wahrscheinlich auch relativ weit vorne. Feindliche Einheiten im Anmarsch auf Strike Ones Position, Commander. Oh, die kriegen wir. Commander, uns läuft die Zeit davon. Das Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt. Wir müssen handeln. So, 97 und 100% Crit-Chance. Also, bitte. Dankeschön. Sehr gut. One Hit. So lobe ich mir das. Das ist ein Sprint. Das gefällt mir nicht. Halte Ausschau. So. Shen oder Sen. Sprintet jetzt mal bitte in die Richtung. Na gut, er ist immun gegen Gift. Ich glaube, das war, hat mir das Medikit aufgerüstet. Wer es trägt, ist immun gegen Gift, kann das sein? Ich meine mich da an sowas zu erinnern. Das wäre ganz geil. Nein, 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 nein. Du sollst bitte da. Ach komm, das ist ein Feld fürs Sprinten, Leco Mio. So, wir haben noch 3 Runden, müssen noch 2 Transponder setzen. Den ersten kriegen wir jetzt direkt gesetzt. So, unsere Scharfschützen. Lädt mal bitte nach. So, du sprintest mal ein gutes Stück nach vorne. Ich gebe Gas. Feind in Sicht.
Okay, da ist der dünne, ein dünner Mann und der letzte, das letzte Transponder-Signal. In Bewegung. So, du rückst bitte nach dahin. Und aktivierst auch den Transponder. Es ist nur noch ein Transponder zu aktivieren. Ah, den kriegen wir hoffentlich noch hin. Nicht in dieser Runde, aber 36% nur. Nee, du. Lass mal lieber. Ich kümmere mich drum. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Was der trifft, ist übrigens auch cool. Ist fast schon in Angriffsposition. Oh, und da kommt noch ein Mutant von oben. Yay! So, du. Sehr gut. Der Reflexschuss. Ziel erledigt. Sehr gut. Die Reflexschüsse haben gesessen. Das wünscht man sich doch. So, dann kannst du schon mal nach vorne rücken. Mal ein bisschen hinterher. So, was hast du für eine 28%? Das ist zu wenig. Waffe ist entsichert. Und da ist noch ein dünner Mann. Das ist gerade ungut. Ey. Renne. Ja, wir müssen uns mal beeilen, um da noch ranzukommen. In Bewegung. So, dann machst du bitte mal die Tür kurz auf. So, was hast du denn? 58% Trefferquote. Jawohl, es hat funktioniert. Sehr gut. So. Ich tue es ungern, aber du musst jetzt mal nach da vorne sprinten. Weil du ja zumindest volle Deckung in Richtung des dünnen Manns hast. Ja. Ach komm. Sie verlagern den Angriff. Ja, dann tun wir doch mal das Gleiche. Ach, du willst mich doch natzen, oder? Ich habe gerade das Gefühl, dass wir den Zug auch noch aktivieren müssen. Geschafft. Alle Transponder sind auf Sendung. Ja, genau das. Jetzt müssen Sie nur noch das Antriebssystem des Zugs aktivieren. Oder reicht es? Neues Ziel erhalten. Würde es reichen? Es kommt da keiner hin, ne? Nein, okay, die Mission ist fehlgeschlagen, glaube ich. Ja, wir müssen nämlich noch bis da vorne. Damit muss ich sagen, ich habe gehofft, dass es reicht, dass der Rest dann sozusagen automatisch kommt. 15% Trefferchance, ja nee, ist klar, Junge. Ich mach mich los. Ich glaube, ich werde gleich die Mission nochmal spielen. Wohlgemerkt, offscreen, ihr habt ja jetzt gesehen, um was es geht. Und dann werde ich wieder zuschalten, sobald wir den Zug, beziehungsweise sobald ich einen Soldaten dahin schicke, dass er den Zug in Bewegung setzt. Ja, Mission fehlgeschlagen. Wir kommen zu spät. Das Schiff hat soeben das. Ja. Nee, war nicht so geil. Ach, jetzt wäre sie befördert worden. Ja, nee, ist klar. Ja, weiter, bla, bla, bla. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt eben nicht. Sondern wir haben ja, weil wir können auch eben noch laden, mache ich noch ein, zwei Züge. Die Zeit, ja, ungespeicherte Fortschritte gehen verloren. Das ist mir bewusst, das möchte ich sogar so. Dann kann ich jetzt erstmal ein bisschen aggressiver vorsprinten.
Das sollte ich sogar jetzt gerade mal machen, ein bisschen am Anfang. So. So, Sniper geht trotzdem relativ vorsichtig vor. Rücke vor auf Zielposition. Feinde gesichtet. Okay. Triggern wir die. Machen dann unseren Zug zu Ende. Ja, du kommst nicht so weit, das ist doof. Los geht's. Muss ich jetzt relativ viel sprinten. Das gefällt mir nur bedingt. Du hast keine Ziele verfügbar. Mit dem Scharfschützen kannst du eh gerade nicht schießen. Also. Und Ramos geht. Obwohl, bevor Ramos auf Feldposten geht, speichern wir das Spiel auf diesen Spielstand. Und dann würde ich sagen, ich fange demnächst, glaube ich, einfach immer neue Spielstände einfach nur an. War's das für heute, Freunde? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei XCOM Enemy Within. Bis dahin, ciao.